Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zum Firelink Shrine. Jo, gut. Was bleibt uns noch übrig in Dark Souls 1 Remastered? Wir haben Thief, wir haben Nito, wir haben The Bed of Chaos. Jetzt bleiben uns eigentlich nur noch die Four Kings. Aber bevor wir uns dorthin stürzen, mal nachsehen, ob die Klerikerin, die wir gerettet haben, ob wir zumindest diesen Missionszweig, diese Side Story erfolgreich erledigt haben. Das mit dem Zwiebelritter und seiner Tochter, das habe ich ja ziemlich verkackt. Aber ich bin optimistisch. Wir haben ja da unten, der da unten stand, wo wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind, das war ja ein Kleriker und den haben wir ja in einer der ersten Folgen schon weggepfeffert. Einfach deswegen, um ihr, die ihre Companions verloren hat, eine längere Überlebenschance zu geben. Und theoretisch müsste sie jetzt beim Altar sitzen und beten. Und zwar am Leben sein. Ich hoffe es. Wir haben den Gegner dort oben eliminiert, den Magier. Der kann ihr nichts mehr tun. Die beiden, die sind ziemlich egal. Und da sitzt sie. Jo, und jedenfalls, wenn ihr den anderen nicht killt, sitzt sie nicht lange dort, weil dann killt er sie. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was er für einen Hass auf sie hat. Hallo. I will never forget what you did. I am deeply indebted, for it was not within my power to save Vince or Nico. I cannot thank you enough. In case you have not heard, I am Rhea of Thoroland. I only wish there was some way I could help you, but I am inexperienced and I only know the art of miracles. If that could be of any help, speak to me again. Jo, Rhea von Thoroland. Would a miracle be of any help to you? I would be most pleased if that were so. May we discuss miracles then? Ja, tun wir das. Wir könnten auch einen Eid lernen, aber wir lernen mal die Geste, Gebet. Und jo, sie sagt zwar selber von sich, sie ist eine Anfängerin, sie kann nicht viel, aber wir können da doch eine Menge Wunder von ihr kaufen. Das haben wir sogar schon, die Heilung. Wundert euch nicht, ich habe offline ein bisschen Seelen gefarmt und ausgegeben. Götterzorn, was kann denn Götterzorn? Erzeugt mächtige Schockwelle. Ja, die ist relativ cool. Wucht. Erzeugt Schockwelle, also Wucht ist eher die kleine Variante von Götterzorn. Wäre mal interessant auszuprobieren, 10.000 Seelen. Ich meine, wir geben sie mal für sinnvollere Dinge aus. Jo, Wunder können mit Talismanmännern gewirkt werden. So, erzählst uns du noch was? Vince and Nico were fooled by a lout. My prayers did. It is my ignorance. Perhaps and thus make I cannot. Then be safe. So, gut. Also sie betet jetzt bis in zum Anbeginn aller Zeiten und so weiter und so fort da an dem Schrein. Ja, warum habe ich Seelen gefarmt? Ganz einfach. Wir bewegen uns jetzt in ein Gebiet, das ja ziemlich mistig ist, eigentlich. Und es ist in jeder Hinsicht mistig. Es ist dunkel, es ist stinkig, es ist nass, es ist wie eine Substandard-Wohnung irgendwo im Ghetto von Wien. Ich habe alles, was möglich war, in Wanderflüche investiert. Und zwar benötigen wir die. Denn nur mit Wanderflüchen oder mit geheiligten Waffen, gesegneten Waffen, können wir die Gegner, die jetzt auf uns zukommen, überhaupt erst besiegen. Ziemlich mühsam. Ich hoffe, 5 Stück reichen aus, bis wir den Shortcut freigeschalten haben. Danach sollte es ohne gehen. Mal sehen. Jo, oh. Da. Blackhead Logan ist noch nicht aufgetaucht. Den haben wir auch befreit. Na gut, soll so sein. Wir bewegen uns. Mal kurz überlegen. Ja, wir können uns nicht hinbeamen. Da unten war aber kein Bonfire. Das ist mühsam. Wir müssen jetzt den ganzen Weg jedes Mal wieder laufen, wenn ich drauf gehe. Und naja, ich habe wenig Bock drauf. Vor allem insofern, weil ich dann wieder sehr viel karten muss bei dieser Folge. Und ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich habe irgendwie keine Lust auf super gekartete Videos und so weiter. Am liebsten ist es mir, wenn es einfach straightforward durchläuft. Ja, mal sehen. Mal sehen. Eigentlich sind wir schon relativ stark. So, da war ja tatsächlich kein... Ja, dieses Gebiet. Eigentlich sind wir ja schon relativ stark.
Und stört mich aber dennoch, dass wir hier kein Bonfire haben. Ich glaube tatsächlich, das ist das näheste Bonfire. Wir können den mal besuchen, den Kollegen. Wir haben ja einiges an Glut gesammelt. Hey, Moment. Du arroganter Vogel. So, können wir bei dir Wanderflüche noch kaufen? Auch nicht wirklich. Nein, du arroganter Vogel, ich werde nicht comebacken. Zumindest nicht, wenn es nicht notwendig ist. Puh. Oh, ich bin nervös. Ich mag die Gegend nicht. Und da geht's ja schon los. Der erste, wer auch immer, warum er uns attackiert, ich weiß es gar nicht. Wer ist denn das? Wer war denn das? Jo. Parry kann ich mittlerweile ein bisschen. Der droppt auch nicht mal was Sinnvolles, aber du bist kein Thema mehr, junger Mann. Okay. Und das Schlimme an dem Gebiet ist, ich meine, es ist von der Atmosphäre her ist richtig geil. New Londo, unter Wasser gesetzt. Da warten die Four Kings auf uns. Und ein Shortcut, und den hoffe ich, dass ich freischalten kann, bevor die fünf Wanderflüche weg sind, so. Oh, ja genau, das wollte ich vermeiden. Aber wir sind... Ja, oh, Mädel, nicht leg dich hin. Gut, da haben wir ja mal diesen Quick Run getätigt, um die Seele zu bekommen. Die Feuerhüterinnen-Seele, das heißt, wir können uns tatsächlich auf den restlichen Level konzentrieren. Und fängt ja schon mal gut an. Jo, in dem Moment, wo ihr merkt, dass ihr keinen Schaden mehr austeilen könnt, Wanderfluch nehmen, und das ist halt das Problem. Ihr habt das ja mitbekommen, so schnell nehmen wir den nicht, aber es reicht ein Schlag mittlerweile bei denen. Das ist gut. So, bloß keinen Hinterhalt. Ich trinke mal was. Ja, nervös bin ich trotzdem. Da sind relativ viele, soweit ich mich erinnern kann. Wir riskieren es einfach mal. So, wo ist der Rest? Hammer weg. Hammer weg. Nice. Gar nicht mal so viel Schaden genommen. No, ich hasse dieses Labyrinth. Ich hasse es wirklich. Wir looten alles, was geht. Pariert euch. Okay, der folgt uns. Oh, das ist richtig unheimlich. Gut, Istos haben wir genug. Und obwohl wir ziemlich gut unterwegs sind, die Gegner können uns nicht wirklich viel anhaben, habe ich trotzdem Schiss. Also richtig. So, da gibt es glaube ich noch einen, der aus der Wand springt. Okay, zwei neue Wanderflüche, ist okay. Ich hoffe, ich finde den Schalter den richtigen, ohne mich zu verlaufen. Aber, naja. Ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich zuerst. Und wir haben hier kein Bonfire, das ist das Problem. Was tust du denn? Das war knapp, könnte man behaupten. So, war da hinten was zum Looten? Nein. Nicht zu lange aufhalten. Warum bin ich eigentlich da?
Den Sprung schaffen wir nicht. Da sterben wir garantiert. Ich weiß es nicht, was der Sinn war. Aber ich glaube einfach nur, damit wir da die wegschnitzen, die uns dann von hinten attackieren. Oh, ich hätte so gekotzt, wenn uns der jetzt da runtergestoßen hätte. Aber ich befürchte, es wird uns passieren, früher oder später. So, ich weiß es nicht. Wir haben... Okay, solange die Hand weiß bleibt, sind wir noch im Wanderfluchschutz. Also haben wir noch diese extra Power vom Wanderschutz. Wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mal da nachsehen, ob es was zum Looten gibt. Dann können wir das abschließen. So, wo ging es denn jetzt wieder hoch? Der Ausflug war irgendwie komplett senseless. Und ja, ich bin angespannt. So, da geht's wieder hoch. Puh. Hätten wir den Teil meiner Meinung nach auch erledigt. Genau, und das war gut, dass wir da unten die weggeballert haben. Die hätten uns sonst von unten angegriffen, was auch kein Spaß ist. Boah, Alter. Nope. Nein! Boah! Das war jetzt... Sorry, Leute. Ich bin jetzt, glaube ich, kurzfristig mal um 10 Jahre älter geworden. Was für ein Schock! Und der... Oh, wie er hinter uns her ist. Okay, wir müssen... Oh, wir müssen Distanz gewinnen. Wanderfluch. Keine Sekunde zu spät. Das ist nämlich blöd, weil wenn euch die umkreisen und ihr dann den Wanderfluch erst nehmen müsst, das dauert ja ein paar Sekunden, kann das schon ziemlich unangenehm werden. So, okay. Wir könnten da rumturnen, möchte ich jetzt aber nicht. Geister, was ist mit euch? Was stimmt denn mit euch nicht? Ho. Totally killed. Was ist dieser Drecksschalter? Ach ja, Moment, wir sind da jetzt in dieser Pseudokapelle, die richtig für Spaß sorgt. Ich weiß es nicht, ob wir es schaffen. Ich muss es riskieren. Okay, haben wir einen Griff. Nice. Ich dachte, wir hätten es im Griff. Naja, gut, man kann sich irren jederzeit und so. So kommen uns die nach. Nein, tun sie nicht. Genau, der gibt uns irgendwas Wichtiges. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Jo. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorius traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable.
Und der Satz ist wichtig, da sagt er uns eigentlich, wir brauchen den Abyss Ring von Artorias. Gut, Fluch brechen lassen, sollten wir verflucht sein, sind wir im Moment zum Glück nicht. Und wir können bei ihm Wanderflüche kaufen. Wir werden da jetzt einfach mal die Seelen verballern für Wanderflüche. Und Fluchabwehr. Egal. So, erzähl uns noch etwas. Newland, mark my words, they were never. Newland, mark, they were never. Ja, ja. Okay. Okay, so, Wanderfluch gilt noch. Und ich weiß es nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Da gibt's noch was zum Looten. Aber wir müssen da jetzt nochmal rein. Ich weiß es nicht, wie viele Geister das waren, die uns da jetzt vorhin attackiert haben. Wir werden es gleich wissen. Wetten, in dem Moment geht jetzt der Wanderfluch aus. Das wäre so richtig typisch, oder? Ja, zwei Stück. Können wir in den Griff kriegen. Ich würde ja gerne, wenn ich ehrlich bin, etwas rumstehen in der Gegend und warten, bis dieser Wanderfluch. So, wir kamen von hier rein, oder? Ja. Ich glaube. Oh, das nervt. Ah, okay. Wir müssen nicht springen. Wir könnten da jetzt weiterlaufen. Aber ich möchte unbedingt dieses Siegel zuerst brechen. Es muss da irgendwo sein. Es ist mir wichtiger, als irgendwelches Zeug zu looten. Fluchbissring ist okay, nehmen wir mit. Was für eine scheinbare Wand? Das ist keine scheinbare Wand, verdammt. Oh mein Gott. Oder müssen wir doch unten lang? Naja, okay, was soll's. Wenn wir schon mal da sind. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Oh mein Gott. Wanderfluch! Grüne Scherbe. Na, großartig. Ah, da geht's hoch. So, hoch, hoch, da könnten wir noch die Kapelle looten, wir müssen in die Richtung. Okay, warte mal. Vorrichtung bewegt sich nicht. Müssen wir hoch oder runter? Hoch? Ja, es geht da noch hoch. Oh, ich bin nervös. Ich möchte das nicht öfters machen als notwendig. Echt nicht. So. Weil dann können wir, glaube ich, ich weiß es nicht, an den Drachen langlaufen oder ist unten sogar ein Bonfire. Ich weiß, ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Wir müssen jedenfalls dieses Siegel finden. So, Moment, wir sind hier safe. Sorry Leute, wenn ich da jetzt so massiv im Kreis laufe. Gut, mehr ist da nicht, das heißt, wir müssen runter. Wie ich einfach einen total extremen Ruhepuls habe. Ja, das muss da unten, da irgendwo sein. Siegelschlüssel benutzt. Jo. Ich glaube, da unten ist ein Bonfire. Gut, lassen wir das Wasser ab. Da oben der Steg, über den sind wir gekommen. Nee, ich sehe nichts. Ach, verdammt.
müssen wir uns auch noch durchkämpfen und da hinten verstecken sich dann die The Four Kings, der letzte große Boss. So, wir können aber, nachdem wir ja jetzt eigentlich, ich glaube, wir haben alle Geister erledigt da in der Gegend, wir können uns da oben nochmal umsehen. Lieber Wanderfluch, gib jetzt nicht auf. Wir nehmen das da oben noch mit. Ich weiß nicht, was bei der Kathedrale liegt. Können wir ja auch noch looten. Menschlichkeit. Ja, ich war auch bei Quila, also bei der Schwester von Quilag. Wie auch immer sie heißt. Ich habe jetzt mal im Wiki gestöbert. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für sie. Und habe 20 Menschlichkeit an sie geopfert. So, ja, da unten ist eigentlich ist überall safe. Theoretisch bräuchten wir die Wanderflüche nicht mehr, aber wer weiß, ich habe keine Ahnung, ob da nicht noch irgendwo Geister spawnen. Seltener Ring der Opferung. Beziehungsweise, das ist, ja, wir könnten uns da droppen. Wobei, eigentlich müssten wir den Sprung retour schaffen, oder? Nee, den schaffen wir garantiert nicht. Ich hoffe, es geht. Mal schauen. Wenn nicht, Pech gehabt. Das Wichtigste haben wir erledigt. Da oben hängt noch ein Geist. Mal sehen, ob wir den bekommen. Jo! Ghostbusters on Tour. Okay. Ich setze einen Cut. Nächste Folge geht es dann da unten weiter und ich hoffe, da ist ein Bonfire. Naja gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, würde mich freuen. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.